Es ist fast Gamescom-Zeit. Unsere Medienproduktion sitzt quasi schon auf gepackten Koffern und Taschen, um abzureisen nach Köln. Und deswegen kriegen wir leider kein vollwertiges Testvideo zu No Man's Sky hin, zumindest nicht in diesem Moment. Trotzdem wollen wir euch nicht vorenthalten, im Video zu zeigen, was wir von No Man's Sky halten. Und genau deshalb sitzt Tobi neben mir, der ist nämlich unser Haupttester. Hallo Johannes. Hey Tobi, du hast No Man's Sky jetzt so seit Anfang der Woche gespielt? Ja, genau. Und dich ausgiebig mit dem Spiel beschäftigt. Ich selbst habe auch die PlayStation-Version gespielt und der Dimi wird sich morgen wahrscheinlich aus Zeitgründen wird er sich die PC-Version angucken, die heute Abend, wir haben bei uns gerade Freitag und heute Abend um 19 Uhr oder 18, 19 Uhr soll die PC-Version ja freigeschaltet werden. Die guckt sich dann Dimi an und liefert schnellstmöglich dann seine PC-Eindrücke hinterher. Aber jetzt, genau, glaube ich, zum Spiel. Reden wir über die PS4-Version, ja. Reden wir über die PS4-Version und räumen vielleicht gleich erstmal so den Elefanten im Raum aus dem Weg. Genau. Was steht drunter? Was hast du gegeben? Ich gebe jetzt final für die PS4-Version eine 73. Also da sind auch so Sachen drin schon wie technische Probleme, Bugs, Abstürze und so weiter. Mhm. Also final 73 Punkte. Gut. Muss man auch nicht verschweigen, da haben wir lange drüber geredet und diskutiert. Ja. Hier haben es ganz viele Leute in der Redaktion gespielt und die Meinungen gingen auch extrem auseinander teilweise. Also ja. Ich habe von mittlerer 80 bis irgendwie 50, ja, glaube ich, alle gefühlten Wertungen durch den Raum geistern hören. Was findest du denn besonders geil am Spiel? Erstmal muss ich auch dazu sagen, ich hatte wirklich bei der Bewertung auch Probleme, weil du hattest zum Beispiel ein anderes Spielerlebnis, Elena hatte ein anderes Spielerlebnis, Sebastian hatte ein anderes Spielerlebnis. Also das macht ja eben diese prozedurale Generation dieser ganzen Galaxie, die man in No Man's Sky bereist. Die macht einfach das Ganze bewertungstechnisch ein bisschen problematisch auf jeden Fall, weil jeder halt eben andere Spieler lebt. Du wirst halt auch nie das ganze Spiel gesehen haben. Nein, eben, das ist ja auch genau das Ding. Und am besten am Spiel gefällt mir tatsächlich so dieses Entdeckergefühl. Also, dass gerade am Anfang des Spiels hast du wirklich Lust, also mir ging es zumindest so, dieses Spiel zu erkunden, diese Galaxie zu erkunden, auf die Planeten zu reisen, gucken, was es da gibt, gucken, was es da für Tiere gibt, die ganzen zu benamsen, da man wirklich noch so das Gefühl hat, geil, das habe ich jetzt als Erster entdeckt und so weiter. Also das vermittelt das Spiel schon ziemlich gut und auch generell die Spielmechaniken. Also es geht ja darum, dann Ressourcen abzubauen, Baupläne zu fertigzustellen quasi, um damit dann wieder weiterzukommen. Das ist anfangs halt alles cool und es ist auch ziemlich befriedigend, wenn du gerade so die letzte Ressource findest und dir denkst, so, jetzt kann ich eben den Bauplan fertigstellen. Das hat mir am Anfang ziemlich gut gefallen. Es geht nach hinten raus dann natürlich so ein bisschen die Faszination verloren, weil sich halt sehr schnell alles wiederholt. Genau, man stellt relativ schnell fest, okay, diese Mechanik, die ich jetzt am Anfang gemacht habe und die mir am Anfang Spaß gemacht hat, die wiederholt sich halt immer wieder und da kommt dann nicht viel mehr. Genau. Also man findet dann ja Upgrades und kann Upgrades craften für seine Waffen, für sein Raumschiff, beziehungsweise sich ein neues Raumschiff kaufen oder eins finden und reparieren. Aber das war's dann auch. Ja. Also da viel mehr kommt dann da nicht. Genau, und die grundlegenden Mechaniken funktionieren ja auch alle ganz gut. Und es hat auch einen ganz interessanten Mix. Also du kannst natürlich Ressourcen sammeln, du kannst mit Aliens handeln, du kannst die Aliensprachen lernen, was ich persönlich auch ein ziemlich cooles Element finde, weil du an Monolithen zum Beispiel neue Wörter lernen kannst. Und je mehr du von der Sprache halt lernst, desto besser kannst du sie verstehen und desto besser kannst du zum Beispiel auch auf deren Wünsche eingehen. Das hat jetzt natürlich nicht so die Auswirkungen wie in einem Mass Effect zum Beispiel, dass dann irgendwie später irgendwie andere Handlungsverläufe, weil Handlungen hat No Man's Sky generell sowieso wenig bis gar nicht. Da hätte ich dann nur nachgefragt. Genau. Genau, das ist halt ein Element. Kämpfe sind zum Beispiel noch ein Element und du kannst auch handeln, wenn auch nur sehr oberflächlich. Das ist alles ein ziemlich guter Mix. Und ja, also es sind viele Elemente drin, aber bei vielen Elementen hast du halt auch das Gefühl, es ist nicht ganz zu Ende gedacht. Das ist was ich häufiger gedacht habe, dass ich gedacht habe, ey, da hätten sie sich einfach nochmal Gedanken drum machen müssen. Also warum kannst du einzelne Elemente, die du jetzt brauchst, nicht markieren oder danach gezielt suchen, sondern du rennst immer so blind auf den Planeten rum, wirfst deinen Scanner an und hoffst, dass du jetzt gerade das Element, was du unbedingt brauchst, damit du dein Raumschiff wieder voll tanken kannst oder was auch immer, dass du das gerade zufällig findest. Das reizt natürlich dann dazu oder zwingt dich dazu, den Planeten zu erkunden. Aber wenn du wirklich einfach mal gezielt was machen willst, dann wird es echt nervig. Und was anderes ist auch, dass es keine Minimap gibt. Es gibt halt nur eine Übersicht über das ganze Universum, wo du dann von einer Galaxie zur nächsten fliegen kannst, beziehungsweise einem Sonnensystem. Aber es gibt keine Minimap für die Planeten, auf der du interessante Orte markieren könntest, um sie dann später wiederzufinden. Und so ist es immer so, finde ich, so ein bisschen planloses Rumgefliege, Rumgerenne. Ja. Du machst dann gerade, konzentrierst dich dann, stößt dann auf irgendwas Interessantes, okay, das kannst du dann gerade machen und dann ist es wieder so
okay, schauen wir mal. Ja, und es hat ja auch zum Beispiel Bedienungsmängel einfach. Also irgendwie im Inventar, dass du dir ständig denkst, verdammt, wieso ist mein Inventar schon wieder voll? Warum kann ich das nicht schneller upgraden? Es geht natürlich, dass man das Inventar upgraden kann, aber das, auch das ist halt für jeden Spieler wieder unterschiedlich. Du hast zum Beispiel von diesen Upgrade-Stationen, die es ja definitiv gibt, keine gefunden oder eine oder zwei. Nee, ich habe auf den Planeten tatsächlich keine gefunden. Ich wusste auch nicht, wie das funktioniert. Da muss man auch sagen, die Spielführung, das Tutorial ist da nicht besonders gut. Wusste nicht, wie das funktioniert. Habe keine von diesen Dingern gefunden. Habe dementsprechend auch nicht, wusste nicht, dass es sie gibt. Habe nicht gezielt danach gesucht. Und deswegen war ich ewig, bis wir dann irgendwann am zweiten Tag oder sowas drüber geredet haben, auf der Suche, wie kriege ich denn jetzt mal ein größeres Inventar? Das löst sich erst ein bisschen später im Spiel, ohne jetzt irgendwie was vorwegnehmen zu wollen. Ja. Da kriegt man dann relativ regelmäßig neue Inventarplätze, aber damit muss man auch erstmal hinkommen. Genau, und bei mir war es eben so, dass ich glaube auf 4 oder 5 Planeten, wo ich dann auf dem Planeten direkt draufgeflogen bin, habe ich sofort diese Upgrade-Station gesehen. Deswegen habe ich in dem Punkt halt weniger Probleme gehabt, als das vielleicht andere Spieler gehabt haben. Es nervt aber trotzdem. Da ist dieses Zufallsprinzip, das natürlich irgendwie total cool ist, das jedem Spieler eine andere Spielerfahrung ermöglicht, ist hier so ein bisschen da die Krux oder darüber stolpert No Man's Sky selber so ein bisschen. Weil es eben zu Situationen kommt, die nicht perfekt vom Game Design, du wirst halt nicht von Situation A zu Situation B zu Situation C an die Hand genommen und erlebst das Spielen deswegen nicht in der perfekten Reihenfolge oder perfekt so, wie es sein sollte. Genauso die Weltraumkämpfe. Genau. Manchmal startet man ins All und plötzlich kommt, okay, Warnung, du wirst gescannt und es haben feindliche Raumschiffe haben wertvolle Fracht bei dir an Bord gefunden und dann tauchen 3 oder 4 feindliche Raumschiffe auf und man hat einfach keine Chance gegen die. Genau, und die Kämpfe sind sehr, sehr frustig. Wiederum auf dem Planeten, wenn man zum Beispiel gegen diese Wächterdrohnen kämpft, fehlt einem so ein bisschen die Herausforderung, weil entweder ist eine da und die kannst du relativ schnell besiegen und wenn es halt mehr sind, läufst du halt weg und die Wächterdrohnen werden deaktiviert und schon kannst du dann zum Beispiel irgendwie eine Station gehen, um dir neue Baupläne irgendwie zu holen oder so. Da fehlt mir auch so ein bisschen die spielerische Herausforderung, auch beim Raumschifffliegen zum Beispiel, du kannst ja nicht irgendwie groß crashen oder so, auch das Landen ist halt ziemlich simpel, weil du einfach einen Knopf brauchst. Einerseits ist das natürlich cool, weil es wirklich jeder dann beherrschen kann, andererseits hätte man sich da vielleicht so ein bisschen mehr spielerisches Fleisch an den Knochen dann gewünscht. Aber generell finde ich, dass das Fliegen generell auch einfach ein sehr cooler Teil des Spiels ist. Also ich bin immer noch, muss ich sagen, fasziniert nach dem 100. Mal oder 200. Mal, wenn man wirklich von einem Planeten losfliegt, dass du ohne irgendwie einen großen Übergang ins All fliegen kannst, zu einem neuen Planeten in ein anderes System warpen und so weiter. Und natürlich gibt es da Ladezeiten, die werden aber ganz clever kaschiert, durch diesen Impulsantrieb zum Beispiel, Hyperantrieb, und dann auf einem anderen Planeten landen kannst. Und wenn du wirklich in ein neues System kommst und sich alles vor dir aufbaut, die neuen Planeten, dann schwebende Raumstationen, Frachter und so weiter durchs Bild, das ist wirklich sehr, sehr geil. Und das ist auch wirklich was dir andere Spiele so in dieser Form nicht so vermitteln können. Nee. Mir ging es zumindest. Nee, genauso. Also die Faszination. Gerade, also für mich ist es, wenn du auf Planeten zum ersten Mal zukommst und dort landest und dann, wie sich das unter dir aufbaut und du erahnst, okay, was ist das für eine Art Planet? Was für eine Klimazone finde ich davor? Ist es da besonders heiß? Sind da Stürme? Ist es Regen? Ist es irgendwie tropisch? Und das finde ich total, total spannend. Da muss man dann auch einmal bei der PlayStation-Version die Technikmacken ansprechen, denn gerade da werden die doch sehr, sehr deutlich, wenn man auf so einen Planeten zufliegt. Genau. Dann baut sich das Bild so vor einem auf. Ja, es grieselt so komisch. Also dieser Effekt ist ganz schwer zu beschreiben. Es grieseln wirklich große Teile der Umgebung dann auch ins Bild. Und wenn du auf dem Planeten selbst bist, poppen halt viele Objekte dann auch relativ spät erst ins Bild. Die Framerate ist eigentlich größtenteils konstant. Es gibt aber auch Momente, wo sie doch recht deutlich unter 30 Frames fällt. Und das fällt dann auch auf. Mich hat es persönlich aber nicht so groß gestört. Und wir hatten ein paar Abstürze. Abstürze, was Bugs auf der Konsole echt selten ist. Ja. Also ich hatte relativ häufig welche. Bei mir ist das Spiel 5 oder 6 Mal wirklich komplett gecrashed. Du hattest es einmal, Elena hatte es einmal. Ja. Und da draußen in den Foren beschweren sich durchaus auch Leute darüber. Deswegen haben wir da auch was Punkte für abgezogen. Genau, das müssen wir dann, wie es auf dem PC aussieht, müssen wir dann halt mal schauen, sobald die PC-Version für uns spielbar ist. Sonst aber ja, also mein persönliches Fazit ist halt wirklich, es ist Game Design mäßig einiges im Argen oder einiges nicht wirklich durchdacht. Für mich ist es das perfekte Feierabendspiel, weil es so entspannt ist. Weil du abends nach einem stressigen Tag, ja, sowas gibt's hier auch mal, nach Hause kommst, du spielst das in deinem eigenen Tempo, du kannst wirklich dieses Erforschen, musst du ja auch quasi machen, du musst dir die Zeit nehmen, die Planeten angucken, Dinge entdecken und das gibt dir auch jedes Mal ein gutes Gefühl. Und das ist einfach ein sehr, sehr, sehr schöne Mechanik und dann mit diesen coolen verschiedenen Planeten
Das macht schon Spaß, genau. Auch wenn nicht alles, bei weitem nicht alles perfekt ist. Und das habe ich auch in meinen Tipps zum Beispiel geschrieben, man darf sich einfach nicht stressen lassen. Also man muss sich wirklich auf dieses Spiel einlassen, wenn du irgendwann akzeptierst, dass es wirklich um die Erkundung geht, um das reine, ich gucke mir jetzt mal an, was es da hinten in der Höhle gibt zum Beispiel und nicht die ganze Zeit zu denken, ich muss weiter, ich muss weiter, ich muss weiter, weil ich irgendwie bestimmte Ziele abklappern muss, weil das ist in diesem Spiel definitiv nicht so. Der wird sehr, sehr viel Spaß auch mit dem Spiel haben können. Die Frage ist natürlich, wie lange man dann. Die Mechaniken sind relativ simpel und nutzen sich dann auch relativ schnell ab, das habe ich schon gesagt. Die Frage ist natürlich, wie lange ist dieser Zeitpunkt bei jedem Spieler, bis dieser Moment eintritt, dass man meint, jetzt habe ich alles gesehen. Also da, ich finde bei No Man's Sky ist ein Spiel, was wirklich sehr, sehr stark vom Spielertyp selbst abhängt. Mhm. Also was man selber draus macht. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass viele in dem Spiel irgendwie so eine Art Überspiel sehen, dass da irgendwie groß MMO-Mechaniken drin sind oder dass viele es schon mit Minecraft vergleichen. Ja. Damit tut man dem Spiel definitiv Unrecht, weil der Vergleich ist eigentlich ein bisschen unfair. Hier geht es wirklich prinzipiell um das Entdecken. Bei Minecraft hast du ja natürlich die große kreative Komponente, dass du selbst etwas erschaffst. Ja. Das ist hier definitiv nicht so. Wäre natürlich cool, wenn es drin ist. Die Entwickler haben auch schon gesagt, vielleicht zukünftig wird sowas kommen, dass man zum Beispiel Basen aufbauen kann oder so. Und dann kann sich die Wertung natürlich dann auch durchaus noch nach oben entwickeln. Man darf halt nicht das Mega-Überspiel erwarten. Genau. Sondern es ist halt wirklich ein faszinierendes Konzept, was aber definitiv spielerische Mängel und Verbesserungsmöglichkeiten noch hat. Gut. Nach dem Fazit, ich muss noch kurz einmal dranhängen, was man eben auch nicht erwarten darf, ist ein Multiplayer-Aspekt. Ja. Da gab es jetzt schon diverse Meldungen und sowas. Das Spiel ist für einen alleine gedacht. Ja. Und maximal für jemanden, der daneben sitzt und zuguckt und mit diese coolen Welten genießt. Aber erwartet nicht, dass ihr da irgendwelche Freunde oder Fremde oder sonst was treffen werdet in der Welt. Schaut auf No Man's Sky als Einzelspielererlebnis, als Erlebnis, das ein Sandbox-Erlebnis, das für Entdecker gemacht ist, in dem man sich in dieser Welt bewegen kann, aber viel mehr dann auch nicht. Genau. Perfektes Fazit. Okay, dann ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen erleuchten, was unsere Meinung zum No Man's Sky angeht. Und wie gesagt, richtiges Testvideo. Müssen wir mal schauen, ob wir das im Gamescom-Stress noch irgendwie richtig hinbekommen. Genau. Ciao. Ciao.